Zuletzt bei Horizon Zero Dawn. Um in der Jägerloge Eindruck zu schinden, müssen wir einige große Maschinen erledigen. Und genau diesen widmeten wir uns im letzten Part. Zudem halfen wir noch einigen Gläubigen, zurück an ihren Schrein zu kommen, der von einem fanatischen, rassistischen Priester blockiert wurde. Und jetzt sind wir auf dem Weg zu einem Anwesen, welches von Maschinen überrannt wurde, auf der Suche nach Überlebenden. Hi meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Und ich befinde mich hier, glaube ich, mitten in einem Gebiet, in welchem Langbeine und sonstige Wesen, mit denen ich eigentlich ungern etwas zu tun haben will, herumstolzieren. Und ich hoffe einfach, dass ich auf diesen Dude jetzt einen Schleichangriff hinbekomme. Sehr schön. Um jetzt im Anschluss eine Schockspule von ihm zum Explodieren zu bringen. Nicht schon wieder. Und damit diesen Dude erstmal komplett erledige, ohne dass einer seiner Kollegen was mitbekommt. So, Guys. Unser eigentliches Ziel ist eigentlich hier vorne. Na, das ist unser Ort, das Anwesen. Aber zunächst möchte ich mich erstmal damit beschäftigen, wo sich hier noch weitere dieser elendigen Biester befinden. So, das Problem ist, ich sehe jetzt aktuell nicht, wo ich mich noch verstecken könnte. Deswegen nutze ich jetzt erstmal die Chance hier, um dem Dude vielleicht noch was reinzudrücken. Insofern der mal stehen bleibt. Bruder, was machst du denn für eine Völkerwanderung? Tja, Pech gehabt. Jetzt bist du stehen geblieben. Aua. Oh shit, der hat mich erwischt. Ja, hier erledigen wir einfach seine andere Spule noch. So, dann war es das mit ihm. Diesmal gehen wir auch auf sicheren Abstand. So, und dann mit denen auch erledigt. Das sind halt einfach 600, das sind einfach... Oh, eine Eisspule. Sehr schön. Wirkt, das sind einfach 600, Erfahrungspunkte. Sogar einen Truthahn habe ich auch noch erledigt. Mit einem blauen Loot. Haha, das läuft heute schon wieder, Freunde. Das läuft heute schon wieder. Und du bist auch tot? Ein Wildschwein? Okay. So, und jetzt bin ich in einem Stürme-Areal. Sehe ich das richtig? Boy, warum sind hier so viele Maschinen? Da sind, glaube ich, welche dieser Stürmer gewesen. Oder ich weiß es nicht genau. So, immer die roten Pflanzen mitnehmen. Weil das sind die, die uns Heilung versprechen. Die, die ich brauche. Und der Rest kann mir erstmal egal sein. So, da haben wir schon mal dieses Lagerfeuer. Das habe ich mir als Wegpunkt gesetzt, weil das habe ich euch ja schon häufiger erzählt, dass ich es immer sehr, sehr notwendig finde, regelmäßig Lagerfeuer zu aktivieren. In Ordnung. Dann heilen wir uns nochmal ganz kurz das bisschen, was uns da fehlt. Und dann würde ich jetzt mal schauen, wie wir zu diesem Anwesen kommen. Ich glaube, wir müssen so ein bisschen um diesen Berg hier herum, genau. Ich weiß nicht, ob es hier einen Weg oben drüber gibt. Aber solche Kletterpfade sind dann meistens markiert. Und ich sehe jetzt hier an der Stelle keinen. Da ist ein Wildschwein. So. Kommst du her? Als ob ich nicht getroffen habe, weil er seinen Schädel hochgehoben hat. So. Heilung mitnehmen. Und dann Feierabend machen. Tut mir leid, Bro. Die Felswand war leider dein Untergang. Aber ich brauche dein Loot für Heiltränke, für Inventarerweiterung und anderen sinnvollen Stuff, den man so braucht, Freunde. So zum Überleben in der Welt von Horizon Zero Dawn. Hier, warte mal. Ist da was zum Klettern? Nee, auch noch nicht ganz. Ich frage mich immer noch, ob ich außen rumlaufen muss oder ob das Spiel will, dass ich irgendwo den Weg nach oben finde. Sorry, Bro, du bist echt cute, aber du hast leider Loot. Cute Loot. Moin. Hallo. Danke. So. Das wird meinen Magen etwas beruhigen. Ich nehme hin. Da ist der Turm schon wieder. Der ist so geil. Der sieht so mächtig aus. Ich liebe ihn einfach. Und die Gegend hier unten scheint sehr ruhig zu sein, muss ich zugeben. Nicht viel los, ein paar Wildtiere, aber ansonsten, sage ich mal, doch sehr entspannt hier eigentlich, was hier abgeht. Oder vorne ist nochmal so ein Vieh. Zack. Aber damit ist der Dude dann erstmal wieder überladen. Und wenn der Dude dann einbricht... Oh, habe ich ihn getroffen? Nein. Da können wir noch seine zweite Spule überladen.
In der Zeit mache ich mir mal neue Schockpfeile. Und ich sehe auch gerade, dass ich noch keine Präzisionspfeile habe. Die mache ich auch gleich mal mit. Okay. So. Stufe 26 kriegen wir sogar dafür. Ja, moin. Und hier ist sogar noch was Blaues. Ein Langbeinherz und eine Linse. So. Dann machen wir hier mal weiter. Okay, nee. Ich glaube, den können wir in Ruhe lassen. Und ich laufe mal weiter. Ist hier noch irgendwo einer? Außer da drüben? Nee, oder? Nein, ich denke auch nicht. Aber ich glaube, ich bin hier falsch. Ja, ich bin hier falsch. Genau. Aber vielleicht komme ich hier durchs Gebirge, um zu diesem Anwesen zu kommen. Das werden wir jetzt gleich herausfinden, ne? Ich glaube aber... Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also das Spiel ist sehr... Also das Spiel ermöglicht einem nicht viele alternative Wege. Das ist mir jetzt schon mehrfach aufgefallen. Das Spiel will schon immer, dass du straight die Wege gehst. Aber ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Aloy ist einfach nicht so gut im Klettern. Außer an den Stellen, wo man klettern darf. Da ist sie ein König. Und ich habe gleich wieder meine ganzen Heilbeutel voll. Das feiere ich sehr. Okay, dann gehen wir doch nochmal eine extra Runde. Was soll's? Was war das für ein Sound? Das klang wie ein Erdrutsch oder sowas. Okay, ich bin sehr verwirrt. Boah, dieser Turm, er sieht so mächtig aus. Hoffentlich dürfen wir den noch betreten und irgendwie uns da hochkämpfen oder so. Ich hätte so Bock. Ich hätte so Bock. So, und hier ist das Anwesen. Wir sind da. Und das wurde von Maschinen überfallen. Habe ich das richtig verstanden? Wir scannen den Shit hier mal. Ich sehe aktuell noch nichts. Aber dieses Tor wurde obviously nicht von alleine geöffnet. Da vorne ist was. Da ist ein Wächter. Das muss das Anwesen von Ramans Familie sein. Okay, hier ist jetzt ein bisschen was los. Was ist das da vorne? Ein Verwüster. Ah, da habe ich auch gelernt, dass die, die ich immer als Sägezähne beschrieben habe, die aber gar keine sind. Aber die haben eine Kanone auf dem Rücken, die man denen abschießen kann. Und dann, sage ich mal, sind die ziemlich easy zu erledigen. Okay, jetzt muss ich mich beeilen. Zack, okay. Ich kann noch nicht pfeifen. Okay, wenn ich an diese Kanone rankommen würde. Ich meine, ich muss ja theoretisch nur so einem Pfeil oben an der Kanone landen. Oder? Bauteil entfernt. Ja, sie liegt da neben ihm. Sie liegt da neben ihm. So. Oh shit, die haben mich alle gehört. Oder? Okay, wartet, wartet, wartet. Geiler Move. Geiler Move. Wie sie da rausgeslidet ist, damit sie in der Deckung bleibt. Voll nice. So. Ich meine, ich könnte jetzt hier direkt auf Randale gehen. Wartet mal. Aber der verliert gleich das Interesse. Ich meine, die Kanone liegt da neben ihm. Ich werde nicht dran vorbeikommen, dass der Dude mich sieht, glaube ich. Jetzt hat er mich, glaube ich, entdeckt, ne? Oh Gott, da liegt eine Leiche. Aber eigentlich will ich nur das hier haben. Ja, moin, ich habe keine Ahnung, wer du bist, aber... Das war's mit dir. Oh mein Gott! Oh, hinten Schlüssel. So, leuchtendes Geflecht. Oh, das kann ich, glaube ich, sehr gut gebrauchen. Und sogar eine Trophäe für die Loge. Da ist noch jemand drin. Keine Sorge, ich komme gleich. Aber war's das? Boah, ich will mit dieser Waffe noch mehr Randale machen. Ey, das macht ja so Spaß. Ja, wir droppen sie mal. Leider ist hier nichts mehr. Oh, man. Okay, aber die Verwüster sind ja super easy, wenn man weiß, dass... Oh, no!
Und wenn ich jetzt dran denke, wie ich in der Brutstätte, wie ich da verkackt habe. Holy shit, das ist ja echt, wenn ich diese Kanone gehabt hätte, das, Alter, das wäre so einfach gewesen. Oh boy, ist einfach diese Info hat mir gefehlt. Einfach diese Info hat mir gefehlt. Ah, ärgerlich. Aber immerhin schön, einen Skill Progress zu sehen. Okay. Dann wollen wir doch mal die Werkstatt aufmachen. Ja, ja, bleib entspannt. Vor allem, wie häufig will die denn noch schreien so? Was ist hier? Perfekt. Ja. Ich mach da jetzt auf, weil die mir auf den Sack geht. Hier drin. Halt die Schnauze. So. Hilfe. Ich hab doch den Schlüssel. Oh, danke. Ich habe nicht geglaubt, dass mich irgendjemand rettet. Du siehst gut aus. Ich glaube, es sind alle tot. Was ist passiert, als die Maschinen kamen? Da waren Schreie. Ich rannte hin. Der Verwüster zerriss die Wachen förmlich. Wie Puppen. Mein Vater stieß mich in diese Kammer. Er tötete einen Wächter. Dann schoss die Verwüsterkanone. Und Stille. Ich versuchte, die Tür zu öffnen. Aber er hatte abgeschlossen. Er hat dich gerettet. Und ich werde ihm nie danken können. Weißt du vielleicht, wo diese Maschinen herkamen? Oder warum sie so plötzlich angriffen? Die Zahl der Maschinen hier ist ständig gewachsen, mit jedem Jahr. Deswegen stellte Vater mehr Wachen ein. Aber so einen Angriff gab es zuvor noch nie. Ich weiß nicht, wie es dazu kam. Du bleibst hier. Ich werde mich umsehen. Ist gut. Ich werde hier bei meinem Vater bleiben. Okay. Das klingt ja doch irgendwie, als ob das Ganze geplant gewesen wäre. So, ich schau mal oben lang. Oder kann ich das hier aufmachen? Oder hier? Nee. Wozu habe ich diesen Schlüssel gefunden? So, da ist sie. Genau. Okay, dann haben wir das Haus abgecheckt. Dann werde ich mal... Da drüben kamen wir aber, glaube ich, auch nicht rein, oder? Was sagt hier? Da vorne. Doch, da vorne ist noch was. Oh man, ich hätte gerne mit dieser Verwüsterkanone noch so viel mehr Randale gemacht, aber dass so viel Damage ist, das hätte ich ja nie vermutet. So. Da muss ich irgendwie reinkommen. Da drin ist irgendwas. Aber wie komme ich hier rein? Von oben? Oder kann ich diese Tür mit dem Schlüssel aufmachen? Ja. Sehr gut. Ich hätte halt mit der Verwüsterkanone Randale machen können, aber naja. Wir sind ja die zivilisierten Bürger. Ist das eine Mine? Das Gerät sendet ein Signal. Nee, okay. Vielleicht hat das die Maschinen angelockt. Da muss es ja einen Verräter geben, ne? Ups. Ich dachte, es wäre eine Mine von einem dieser getarnten Wesen. Okay, da stellt das Signal ab. Aber das wurde hier platziert, um Maschinen zu ködern und alle Bewohner zu töten. Dann wollen wir doch die Dame mal fragen, ob sie weiß, was hier abgeht. Da war ein Köder. Ich glaube, jemand könnte die Maschinen absichtlich hierher gelockt haben. Hat dein Vater Feinde? Nein, Hanaman. Mein Bruder. Erst die Glücksspiele, dann Diebstahl, dann Erpressung. Er schwor Rache, als mein Vater ihn rauswarf. Es war Hanaman, der mich geschickt hat. Die Maschinen mussten weg, damit er das Anwesen kriegt. Er kriegt das nicht. Der eiskalte Mörder. Was willst du tun, Schwester? Mir mein Erbe verweigern? Wir teilten die Wiege. Mörder. Hast du keine Ehre? Nein, vermutlich nicht. Aber dieses Anwesen. Wenn du Vater im Jenseits siehst, sag ihm, ich genieße sein Geld. Was dich angeht, dieses kleine Gerät ruft noch mehr Maschinen. Viel einfacher, als wenn ich dich töte oder... Okay. Der hat mich Alles klar. Ich habe keinen Seilwerfer gerade am Start, ne? Warte mal, ihr habt mir gesagt, ich soll mit Eispfeilen auf die Behälter schießen. Was zwar für mich irgendwie wenig Sinn ergibt, aber ich mach's einfach mal.
Nee, das bringt irgendwie nichts. Okay, warte mal. Wir müssen jetzt erstmal hier chillen. Ich probiere es nochmal. Nee. Okay. Scheiß auf. Ich schieße safe nicht weiter mit Eispfeilen da drauf. Also, das stand ein paar Mal in den Kommentaren, aber das sind ja Eisbehälter. So, jetzt ist hier Feierabend. Jetzt ist hier Feierabend. Der ist down. So, und das war's. Ich habe immer noch 13 Schuss hier drin. Oh mein Gott. Holy shit. Oh man. Tja, und Ramanan, ich habe deinen Namen schon wieder vergessen. Du bist halt leider nichts wert, ne? Leg dich nicht mit Aloy ein. An. Vor allem nicht, wenn ich Aloy spiele. Aber der Loot da oben ist leider lost. Ich glaube, da komme ich nicht hin. Das finde ich, das ist das Einzige, was ich an dem Spiel ein bisschen zu bemängeln habe. Also, ich meine, Aloy ist übelst die krasse Kletterin. Aber das ist halt jedenfalls an, bin ich jetzt an sowas dann scheitert, dass man eigentlich hochkommt. Das ist so ein bisschen so, ja, I don't know. So what? Nein, das ist so, keine Ahnung. Ich finde das ein bisschen weird. Und das nimmt so ein bisschen die Faszination der Open World, aber in Ordnung. Okay, reden wir mal mit der Schwester. Zum Glück haben wir die Verwüsterkanone noch gehabt. Ich bin froh, dass es gute Menschen wie dich gibt. Ein Ausgleich für Abschaum wie meinen Bruder. Mein Vater hat sich immer sehr großzügig bedankt. Eine Tradition, die ich gern fortführen möchte. Nimm dies. Ich hoffe, es nützt dir auf deinen Reisen. Was kriegen wir? Bemerkenswerte Belohnungskiste. Oh, nice. Okay, aber coole Quest. Coole Quest, hat sehr viel Spaß gemacht. Nice, hat mir gefallen. So, sollen wir zu dieser Brutstätte gehen? Also irgendwie graust mich ja davor, auf der anderen Seite wäre es schon, sag ich mal, irgendwie sinnvoll, ne? Wartet mal. Die anderen Quests sind alle hier oben im Norden. Wenn wir schon mal hier im Süden sind, sollte ich das eigentlich nutzen. Ich nutze mal die Schnellreise, um hier hinzudüsen. Ich habe ja das goldene Schnellreisepaket. Dementsprechend kann ich jetzt hier doch relativ problemlos von A nach B reisen. Und dann schnappe ich mir direkt den Langhals hier unten. Damit wir einfach, ja, damit uns die Karte aufgedeckt ist. Das halte ich für eine extrem sinnvolle Sache. Und dann, denke ich, werden wir auch zur Brutstätte gehen. Das ergibt nur Sinn, sage ich mal. Ich werde natürlich ein paar weitere Lagerfeuer auf dem Weg dahin aktivieren. Aber wo habe ich mir die... Ich habe noch eine Wegmarkierung gesetzt. Warum ist sie doch da? Ist sie, okay. Ja, und dann regeln wir das Ganze so. Leider haben mir diese Grau, habe ich dir doch noch das ein oder andere Leben abgezogen. So. Euch kann ich überbrücken. Dann nehme ich euch nämlich direkt als Reittier. Dann kommen wir hier nämlich schneller von A nach B. So. Oh shit, das wollte ich nicht. Oh yeah. Oh yeah. Oh shit. Oh boy, ein Maschinenkampf. Ich weiß nicht, ob das so klug ist. Oh boy. Oh, okay. Go for it. Los, Maschine. Nein. Ist es meine? Ja, es ist meine. Verzieht euch. Zack. So, und jetzt. Aua. Oh, shit. Stich ihn. Gib ihm. Oh Gott, wo kommt denn der Bird her? Oh, what? Das ist so ein Riesenbird. Oh my fucking God. Okay, wartet mal. Den muss ich erstmal scannen, bevor ich hier irgendwas mache. Heilen! Oh, jetzt werde ich wieder weggezündet. Okay, was habe ich da gerade beschworen? Bist du das? Ein Sturmvogel? Okay, der hat einen Lohebehälter am Rücken. Antrieb an der Seite. Eisbehälter. Blitzgewehr. Der hat ein Gewehr. Der hat ein Gewehr. Jetzt werde ich hier wieder weggeböllert. Ich muss erstmal den entfernen. Dieser Sturmvogel kam etwas überraschend. Aus "Ich will ein Reittier" wurde "Ich habe die gesamte Wildnis gegen mich". Interessant. Da ist er. Da fliegt er. Okay, Freunde, neuer Plan. Ich ignoriere den Shit einfach. Ich ignoriere einfach den Bird und ich ignoriere diese Stürmer.
Und ich bin einfach ein friedvoller Dude, der jetzt einfach zu diesem Lagerfeuer läuft und sein Leben genießt. Was haltet ihr davon? Oder vielleicht wurde dieser Vogel auch absichtlich hier positioniert? Soll man hier vielleicht noch gar nicht sein? So, ist das vielleicht so, soll der so eine Art Wache sein? Ein Signal? Oh, was ist das? Ah, das ist das Safe wieder. Nee, das ist das Langhalssignal. Okay. Der Langhals sendet das Signal aus. Ja. Langhals-Speerschäfte. Okay, stabiler Name. So, kurz zwischenspeichern, falls der Sturmvogel mal wieder Bock hat, uns zu erledigen. Was bist du? Was bist du? Nee, chill. Sägezahn, okay. Sollen wir mit ihm... Ich brauch doch, glaube ich, noch einen, oder? So, Meister. Warte mal, hat der irgend... Was ist das da unten? Ist das eine Lohe? Okay, das war nicht so erfolgreich von mir. Aber immerhin brennt er jetzt. So, was war gut gegen die? Was war gut gegen die? Ich muss jetzt hier nochmal ein bisschen suchen. Was nochmal gegen Sägezähne der Ray to go war? Warte mal. Das ist der Verwüste. Einfach Waffe abtrennen. Mehr muss man bei dem nicht machen. Da ist er. Ja, der hat den Lohebehälter. Aber ich glaube, der war von einer Ding. Der Lohebehälter. Oh, shit. Der Lohebehälter war, glaube ich, von einer Rüstung verdeckt. So, jetzt haben wir ihn. So. Den jetzt so ein rüstungsabtrennendem Pfeil. Feuern da mal hin. So, und jetzt brennt der Dude. Okay. Weg. Ja, genau deswegen. Und der brennt jetzt auch und verbrennt. Aber in seinem letzten... Mit seinem letzten Move muss er mir nochmal auf die Fresse geben, ne? So, weg. Ich brauche neue Schockdrähte. Ja, that's it. Rüstung abtrennen. Zack. Feuer. Hä, was war das? Hab ich die Rüstungsabtrennung selber erwischt? Ich glaube schon. So, weg. So, der Dude brennt. Zack. So, naja, was soll's, ne? Rein in die Masse. Und einen noch. Und einen noch. Genau. Puh. Gute Sache. Nochmal ein Sägezahnherz bekommen. Ich denke, der Kampf war in Ordnung. Ich bin zufrieden. Also dafür, dass wir gerade zwei Sägezähne rausgenommen haben, bin ich eigentlich recht zufrieden, muss ich zugeben. So, aber eigentlich bin ich wegen dem Langhals hier. Eigentlich bin ich deswegen hergekommen. Da drüben sind aber noch mehr Heilpflanzen, zumindest eine. Wenn man immer was Rotes durchs Gebüsch blitzen sieht, dann weiß man immer, das ist die Heilung, die man sucht. Was ist da vorne? Ist es nur ein simpler Wächter? Nee. Dich brauche ich nicht. So, zack. Und das ist, glaube ich, eine Daraus Wurzel. Daraus bin ich später ein Krankbraun. Ja, ja, mach das. So, deswegen sind wir hier. Deswegen habe ich den Weg hier auf mich genommen. Um dich zu besteigen. Du bist nämlich Questziel. Also, du bringst mir viele, viele Erfahrungspunkte. Ah, und safe kann ich da auf ihn aufsteigen. Safe läuft er hier lang. Ich muss irgendwie da hochkommen. Und den auf die Fresse geben. Okay, ich gehe jetzt so ein bisschen Kamikaze-mäßig hier ran. Ist wahrscheinlich übel dumm. Aber juckt mich jetzt erstmal nicht. Ich wette, dass der Langhals hier vorbeikommt. So. Jetzt muss ich erstmal gucken, was hier abgeht. Was kommt da gleich? Rotes Licht bedeutet Ärger. Ja, oh Gott. Okay, Spule erwischt. So, sehr gut. Zweite Spule erwischt und damit ist der schon mal down. So, jetzt muss ich irgendwie an den rankommen. Jetzt hat. Erwischt? Nee. Ja, Spule erwischt. Jetzt muss ich wieder auf Distanz. Genau, wenn er nämlich liegt, dann können wir die zweite Spule erwischen. Und dann ist hier Feierabend. War's das? Langbeinherz? Ja. Doch. Das war in Ordnung. Und das ist auch nochmal so ein Geflecht. So, was marschiert da vorne rum? Das ist auch nochmal ein Langbein und ein Ding. Aber, warte mal, ich höre ihn doch, oder? Wo ist er?
Ich muss zum Kopf. Da kommt er. Komm ich von da hin? Nee, der ist zu weit weg. Der ist zu weit weg. Da komme ich nicht ran. Wo läuft der lang? Der läuft hier immer im Kreis wahrscheinlich. Komme ich hier an ihn ran? Hier. Ich bin sicher. Hier. Zumindest für ein paar Minuten. Yep. Okay. Jetzt hoch auf seinen Kopf. So, wo geht's jetzt aber hier für mich weiter? Aha. Hier. Yes, guys. Wenn wir jetzt hier nicht runterfallen, wenn, dann war das die erfolgreichste Langhalsbesteigung, die wir je hatten. Mhm. Jawohl! Alle übel gut! Nice! Das war wirklich gut. Einfach zwei Langbeine rausgenommen, zack, zack, auf die Spulen, ohne dass die uns was tun. Langhals abgewartet, auf seinen Kopf hochgeklettert. Und zack, da sind die Kartendaten, die wir brauchen. Sehr geil. So, und der wird uns jetzt nämlich hier wieder schönen Stuff auf der Karte eintragen. Gute Sache. So, ich check mal jetzt die Karte ab. Oh, den kompletten Süden. Geil. Banditenlager, Brutstätte, Jägerprüfung, verdorbene Zone. Hier ist ordentlich was geboten, Friends, würde ich sagen. So, dann seilen wir uns ab. Dann stößt jetzt nämlich nochmal diesen Sender aus. Dass uns niemand was kann. Und wir, würde ich sagen, düsen mal hier rüber in die verdorbene Zone. Und schauen mal, was hier abgeht. Geiler Shit. Kriegen wir Erfahrung dafür? Ja, ne? 7.500. Mehr Karte. Und noch einen Fertigkeitspunkt kriegen wir auch für die. Oh, das wusste ich gar nicht. Nice. Schöne Sache, so. Und was geht hier drüben mit der verdorbenen Zone ab? Welches Level und welche Wesen wohnen da drin? Sobald da irgendwas drin wohnt, was, sag ich mal, eine schwere Waffe hat, die wir abtrennen können, haben wir halt quasi schon gewonnen. Das ist krass. So, da ist sie. Wir haben sie entdeckt. 23. Okay. Wir sind 26. Wir sind zwar in der Story noch nicht sehr weit, aber wir sind nicht ganz blöd. Wir werden besser von Mal zu Mal. Ich sehe noch keine Monster. Im Wasser ist auch nichts, oder? Also irgendwie, dass jetzt hier Schnappmäuler unterwegs sind. Nee. Das ist ein Pirscher. Ah, das sind diese unsichtbaren Drecksbiester. Den muss ich so schnell es geht, dass dieses Tarnmodul abreißen. Okay, warte. Wie war das mit dem Tarnmodul? Wo war das angebracht? Pirscher, hier. Hier, Tarngenerator. Ah, der sitzt in der Mitte, glaube ich. Ja. Okay. So. Aber ich suche jetzt hier gleich mal weiter. Das ist doch nicht das Einzige, was hier lebt, oder? Da ist das Vieh. Direkt neben mir. Der Dude hat mich gespottet! Das ist alles andere gut. Oh, mit seinen Kackminen. Papa, sind hier zwei... Oh, shit, guys. Das alles andere ist gut. Okay, wartet. Letzter Schuss. Okay, wartet. Das ist alles andere ist gut. Ich brauche auf jeden Fall hier rüstungsabtrennende Pfeile. Okay, ich glaube, ich schieße einfach mit denen auf die in der Hoffnung, denen irgendwie das Tarnmodul abzureißen. Jetzt! Zack! Okay, was auch immer wir am Abreißen. Hoffentlich was Gutes. Noch ein Treffer. Ja, er liegt am Boden. Ich hack einfach mal drauf. In der Hoffnung, ihm irgendwas abzutrennen. Weg. Genau. Dann zünden wir ihn vielleicht einfach mal an. Oh, scheiße. Okay, wir sollten mit Fallen arbeiten. Sprengfalle in. Jawohl. Aber das war es noch lange nicht. So leicht kriegt man die Viecher leider nicht los. Nein, Sprengfalle. Aua. Oh, shit. Ja, noch eine. Und jetzt einfach Flammenpfeile oder so?
Okay. Dass dieser Pirscher einfach direkt neben mir aufgetaucht ist am Anfang, hat halt meinen kompletten Plan vernichtet. Aber wir haben es hinbekommen. Aber wir hatten es hinbekommen, ihm den, ihm das Tarnmodul abzutrennen. Das muss ich jetzt nochmal hinbekommen. Aber das waren zwei, oder? Oder war der allein? Nee, das waren ziemlich sicher zwei. Okay, zwei Pirscher. So, dann brauche ich direkt die und muss aus großer Entfernung schon... Und muss aus großer Entfernung schon denen die Module abtrennen. So. Alles nachproduzieren. Okay. Jetzt sehen wir ganz gut ausgerüstet aus. So, dann... Ich komme mal nicht aus dem Wasser. Das war nämlich auch mein Problem. Ich konnte mich nicht gut der Zone nähern. Und wir schauen einfach mal, wie weit wir quasi kommen, wenn wir uns hier von Süden annähern. So. Das werde ich vielleicht noch bereuen. Ist hier ein Lagerfeuer irgendwo? Eventuell? Nee, schade. Okay, hier ist einfach nur so diese Zone, so ein bisschen abseits der Pampa. So. Da marschiert er schon wieder, Freunde. Zack. Mal schauen, was wir treffen. Ich habe drei Bauteile entfernt. So. Aber ich mache erstmal nichts. Der Typ hat keinen Schimmer, wo ich bin. So, und da vorne ist der andere. Da ist er. Aufpassen. Zwei Bauteile abgetrennt. Okay. Haben die jetzt gesehen, wo ich bin? Ja! Haben sie! Okay, aber die haben beide keinen Tarngenerator mehr. Die haben beide keinen Tarngenerator mehr. Okay, ich muss mich jetzt irgendwie in Sicherheit bringen. Ich baue hier mal ein paar Fallen von auf. Ja, genau das. Okay, den hätte ich vielleicht liegen lassen sollen. Hier ist irgendwo eine Mine. Aua. Ich stecke im Boden fest. Okay, jetzt, ich muss aufpassen. Ich muss mehr mit... Okay, warte mal. Ich muss den zu Boden bringen. Ja, der liegt. Ach Gott, wo kommt der denn her? Okay, gib ihm einfach. Und nochmal draufhacken. Ja, okay, ich mache ihm gar kein Damage. Wir machen direkt so weiter. Wir machen direkt so weiter. Oh, ich treffe ihn nicht. Ja. Oh, da kommt der andere. Das war's hoffentlich mit dem, oder? Das war's mit dem. Okay, nein, noch nicht ganz. Oh Gott, was kommt? Ich habe noch eine andere Horde von irgendwas angelockt. Das war's mit ihm. Einer ist down. Einer ist down. Und der andere chillt da vorne. Der hat noch die Kanone. Die muss ich ihm abtrennen. Die Kanone beendet mich. Das war kein Treffer. Der schießt gleich wieder. Okay, er kommt von da. Nein, jetzt bremst der. Weg, weg, weg. Der seine scheiß Kanone. Genau die, genau die. Oh shit, die macht so viel Damage. Okay, Bauteil ist weg, er liegt am Boden. Ich schieße einfach nochmal auf ihn drauf. Boah, jetzt schießen diese scheiß Plünderer da drüben noch auf mich. Okay. Okay, egal welches Bauteil der noch hat, die sind jetzt glaube ich ab. Uff, uff, uff. Okay, okay, so. Ich mache mit den Schockpfeilen weiter. Ich stelle vielleicht noch hier so die ein oder andere Falle auf, falls der Bock hat mich anzugreifen. Der hat seine Kanone noch. Ich krieg's heulen. Ich krieg's heulen. Okay, wo chillt seine Scheißkanone? Ist es die? Ich krieg die nicht ab. Ich krieg die nicht ab. Ich werde sie immer roundabout hier rund um meine Ding chillen. Um meine Schockdrähte. Und vielleicht noch ein paar mehr aufbauen. So, hier chillen, hier chillen. So, der düst hier immer noch rum. Ich werde immer noch versuchen, ihm seine Kanone abzubauen.
Du wirst heute noch drauf gehen, Meister. Da ist sie. Okay, die ist direkt auf der Kanone. Ja, die ist ab. Die ist ab. Aber die kann ich, glaube ich, nicht verwenden. Oh, jetzt schießen da drüben die Plünderer. Der kommt, der kommt, der kommt. Er hüpft über meine Ding. Ich glaub's nicht. Der hüpft über meine Falle. So, jetzt hat's. Genau. So, hast du sonst noch was? Nee, der hat sonst, glaube ich, nichts mehr, ganz ehrlich. Ich könnte höchstens noch das nutzen, um Sprengfallen aufzubauen. Da macht's noch ein bisschen Bumm. Hä? Du bist... Oh, Digga, was hast du getan? Okay, wir machen's so. Wir machen wieder die Schockpfeilmethode. Oh, nee, ich wollte gar keinen Nahkampfangriff machen. Aber er hat getroffen. Und jetzt nochmal ein leichter Angriff. Ja, das war's, oder? Sieh sich das einer an. Aber das war's immer noch nicht mit der verdorbenen Zone. Da vorne ist einer meine Falle gelaufen. Sind das doch drei gewesen? Jetzt schnell aufpassen. Erstmal schön ein paar Bauteile abschießen. Oh mein Gott, zum Glück habe ich diese Fallen aufgebaut. Oh boy, der ist in alles rein. Nee, der ist noch nicht in mein Schockdraht. Oder? Ich weiß es noch nicht genau. Ja. Schön leise. Der kriegt... Wir geben dem gerade böse. Da ist noch eine Falle. Wenn der da reinhüpft... Oh mein Gott! Der ist nur durch meine Fallen gestorben. Und mit einem geilen Pfeil haben wir ihm alle seine Bauteile abgefeuert, wodurch er halt komplett lost war. Okay, wenn man denen ihre... Also die haben krasses Gear. Die haben krasse Bauteile. Aber wenn man die abmacht, dann sind die... Ja, sie hüpfen halt immer noch ein bisschen rum, ne? So, ich habe 3 Fertigkeitspunkte. Es gibt hier irgendwo so eine Fähigkeit, dass ich Fallen wieder aufheben kann. Das finde ich eigentlich ziemlich geil, muss ich zugeben. Was ist das hier? Absprungschlag. Nee, ich reite nicht viel, muss ich zugeben. Fallen entschärfen, genau das brauche ich. Aber zuvor brauche ich Ausbeuter. Chancen auf mehr Rohstoffe beim Plündern von Maschinen. Ja, ganz ehrlich. Why not? Gehen wir den Weg hier mal und dann auch hier unten. Stell mit derselben Rohstoffmenge mehr Munition her. Alter, das ist auch geil. Noch mehr Rohstoffe bei Plünderern. Waffenspuren und Outfitgewebe können entfernt und wieder... Okay, hier ist krasser Shit. Wir machen hier weiter. Wir machen in dem Sammlerteil weiter. Oha. Oha. Geiler Scheiß. Schaut euch das an. Schaut euch das an. Wir haben die komplett auseinandergebaut. Die Folge geht einfach wieder stabile 37 Minuten. Noch nützlich sein. Aber irgendwie will ich jetzt... noch nicht gehen. Pirscherherz. Oh mein Gott. Ich will es hier nicht gehen, ohne hier noch bei denen Feierabend zu machen. Das sind einfach nur ein paar Plünderer, ne? So. Ich habe keine Munition. Wir machen hier einfach weiter. Ich treffe den Dude nicht. Bruder, was mache ich hier? Jetzt hat. Oh, natürlich gibt er mir noch einmal auf die Fresse. Was soll's? Er liegt am Boden? Okay, geil. Wisst ihr noch, wie wir am Anfang richtig Schiss vor denen hatten? Wie die so unser Endgegner waren? Und mittlerweile einfach nur so, ja moin, die gibt's auch noch. Sehr geil. Her damit. Und vor allem, die haben sich halt auch mit dem Pirschern angelegt. Also, hier sind halt 3 down. Obwohl wir nur 2 erledigt haben. Weil halt ein Pirscher den, glaube ich, voll auf die Fresse gegeben hat. Okay. So. Dann hätten wir diesen Teil der Karte auch abgehakt. Und dann würde ich sagen, Guys, danke fürs dabei sein. Das war Horizon Zero Dawn für heute. Bis zum nächsten Mal. Ganz, ganz großes Dankeschön noch an Cyan Kamora und Impulsion für euren super großzügigen Support. Vielen Dank.